nachgeholt. Dann herzlich willkommen auch bei dir genau. in deinem schönen YouTube-Kanal. Ja, ich will nämlich gerade auch mal erklären, was das hier so Neues gibt. Also du siehst, du fängst bei Level 3 erst an. Ja. Und ab Level 3 kannst du dann erst so eine Sachen wie Treibstofftank und Sauerstofftank und sowas freischalten. Dafür brauchst du Punkte. Das siehst du oben bei Available Unlock Points. Direkt neben deinem Level. Da siehst du, wie viel du hast, genau. Und die Punkte kriegst du wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe, nur durchs Hochleveln. Und du brauchst halt eine bestimmte Levelstufe, um bauen zu können. Ja, du kannst ein paar Hullblocks, das kannst du wohl schon bauen. Also so, dass du halt einen Base-Starter bauen kannst, aber mehr eben nicht. So. Ja, du hast es ja fast. Genau. Und ja, alles andere musst du dann nachträglich bauen. Und wenn du jetzt mal auf der anderen Seite in die Kisten reinguckst, dann siehst du, ich habe hier schon ohne Ende Gammelmaterial reingemacht. Ich habe also quasi so die wichtigsten Sachen gemacht. Und wenn du dich mal bitte nicht wundern würdest, ich habe mich schon, ich frage mich die ganze Zeit, wieso fällt dem das eigentlich nicht auf? Ich habe nämlich unser Schiff schon ausgebeult. Das fällt dem nicht mal auf. Die Hütte glänzt, meinst du? Ja. War das vorher ist, immer so angeknackst. Das ist komplett ausgebeult. Das daran, ich nämlich, dass ich es noch, dass ich bisher eigentlich... Oh, hier ist eine Pistole drin. Die kannst du auch drin lassen, du hast ja deine eigene. Es liegt daran, dass ich bisher noch nicht wirklich oft und viel dieses Spiel so reichhaltig gespielt habe. Achso. Also das hatte ich, weil ich einfach Langeweile hatte, weil der Konstruktor so lange gebraucht hat. Deswegen habe ich das schon mal ausgebeult. Wenn du im Konstruktor reingehst, dann kannst du mal ganz nach unten scrollen. Und diese letzten beiden Sachen, die sind für dich. Also die letzten beiden Reihen, die da sind. Notverpflegung. Komplett kann ich die haben, oder? Alles, was unten in den letzten beiden Reihen ist. Ganz unten. Die Munition. Genau, Munition, das Sturmgewehr, das sind so die Sachen, die ja enorm viel Zeit fressen. Das Ganze hat jetzt etwa 2 Stunden gedauert. Warum sollen wir uns da mit jetzt wieder abtun? Das kennt jeder. Das haben wir alle schon 10.000 Mal gemacht. Hast du alles mit? Ja, hab ich drin. Gut, die Notration tatsächlich auch nur am besten zum Notfall nutzen. Hier habe ich die ganzen Würstchen schon weggesammelt, weil ich brauchte ja ein bisschen was zu futtern. Würstchen. So. Damit ganz herzlich willkommen im Fast Peace. Und dann hast du gesehen, ich habe ja auch eine Menge andere Sachen noch im Konstruktor. Die knall ich mir jetzt schon mal alle rein. Das ist quasi das Starterpaket. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Guck noch mal rein. Das ist quasi das Starterpaket, um eine Basis zu bauen. So wie ich jetzt eine Basis baue. So lang sehe ich nur. Den Rest habe ich eingesammelt. Nee, wenn du wieder nach oben scrollst. Na? Das ist übrigens auch eine Neuerung. Du kannst jetzt mit dem Mausrad scrollen. Wie schön. Basisstarter. Das muss ich selber irgendwann mal auch mal machen. Ja, du lässt dir jetzt nur die Taschen frei, dass du viel einsammeln kannst, weil viele Sachen stacken ja nicht. Das heißt, ich nehme jetzt die Sachen alle mit, die hier drin sind. Ein Rip Counter. Heute nicht. Die packe ich mir jetzt alle schon mal rein. Und dann packe ich mir den Rest der Taschen noch voll. Und die wichtigen Sachen, die wir dann noch brauchen, die nimmst du dann halt noch mit. So, das heißt, ich nehme mir hier auf jeden Fall den... Ja, den Kaffee, den brauchen wir später. Ich glaube, bis dahin haben wir den Pott schon da. Da habe ich alles schon soweit draußen. Ach so, wenn du mal hier bitte in den linken Paket reinguckst, da siehst du, wie die Heilpflanzen dann aussehen, wenn du sie im Inventar hast. Rixi-Stiebel. Genau, so heißen die. So, haben wir denn hier schon vergammeltes Material? Nö. Dann lassen wir das noch drin. Ja, und ich habe mir überlegt... Wir laufen jetzt mal los und gucken mal, ob wir etwas finden. Das heißt, die Taschenlampe habe ich übrigens in der Tasche. Stimmt, den Baustrahler nehme ich auch noch mit, weil wir können keine Lichter herstellen. Momentan haben, noch nicht. Wir haben ein paar Fragen mal wieder im Chat. Und zwar, was wir als erstes machen, ob wir eine Basis bauen. Also ich wollte tatsächlich jetzt, ich habe ja das Starterpaket, was ich mir so für eine Basis vorstelle, jetzt im Inventar. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen Folgendes. Wir suchen eine Eisenmine. Ja, und wenn wir die gefunden haben, dann bauen wir dort auch direkt in der Nähe unsere Basis schon auf. Deswegen habe ich den ganzen Kram alle mit. Dass wir jetzt direkt richtig loslegen können und schon mal eine Basis aufstellen können. Gibt es auch ein Siliziumlager schon mal? Das ist ganz nett, aber ein Eisen brauchen wir eher wie Silizium. Silizium brauchen wir etwas später, aber Silizium habe ich auch noch nicht gefunden.
Ich habe mich auf der Map sehe ich das. Siehst du schon? Wieso? Ein Silizium. Größe 8. Größe 8? Lauf mal in die Richtung, vielleicht ist da auch Eisen. Ich sehe es nämlich nicht. Warte mal, ich gucke auch mal auf der Map. Nö. Ich habe mich auch tatsächlich die ganze Zeit hier nur in der Nähe vom Pott aufgehalten. Kann man sich nicht eine Markierung setzen? Nee, gell? Nein, das geht leider nicht. So, das ist die Richtung hier. Wobei ich nehme ich mit. Ja, Würste muss ich auch wieder sammeln. Die sind nämlich bei mir auch alle. Habe ich denn... Ja, ich habe alles Wichtige mit. Oh, die Pflanze schwebt. Ja, sowas gibt es öfter. Das ist wieder so eine Heilpflanze. Stehen lassen, ne? Die lassen wir stehen, weil die nutzt uns ja außer zur Heilung nichts. Und geheilt werden brauchen wir momentan nicht. Und wer weiß, wann wir das müssen. Du kriegst übrigens auch XP, wenn du Tiere abschießt. Okay. Das wirst du brauchen, sobald wir den Food-Generator aufgestellt haben, kannst du ein paar Tiere schießen. Aber bitte mit der Pistole. Weil das Sturmgewehr, denke ich mal, ist besser für die Drohnen einzusetzen. Und dann machen wir dann wieder die Taktik, die wir beim letzten Mal relativ erfolgreich hingekriegt haben. Run and stirb. Die Drohnen an so einem Berg folgen. Du sagtest doch, du hast ein Siliziumlager. Wo läufst du denn? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich sammle noch hier nebenbei ein bisschen ein. Ich laufe dir die ganze Zeit wie so ein Äffchen nach. Hast du schon Level erreicht? Noch nicht, oder? Ich bin jetzt bei Level 3, ja. Das habe ich durch Sammeln. Nur durch Sammeln, weil durchs Herstellen kriegst du keine Level-Updates. Nur durch Sammeln. Oh, Alien Zorn nehme ich mit. Das lass mich mal einpacken. Du brauchst Sammelplatz. Und was wir nicht brauchen, das schmeißt du einfach wieder weg. Das kannst du trashen. Hier, guck mal. Da hast du Sammelzeug vergessen. Cobra-Blätter. Genau. Diese Fiber irgendwo. Ja, den nehme ich auch die ganze Zeit mit. Den kannst du auch behalten, weil den brauchen wir ja. Kenne ich meistens gar nicht. Oh, hier ist aber. Ich sehe keine Würste mehr. Und Zucker ist hier. Guck an. Hier hast du Zuckerrohr. Na, hier hast du auch noch zwei Zuckerrohr. Oh, was war? Level up. Level 2, ja. GZ. Ja, super. Ohne zu sterben. Schon ein Level. Und hier hast du auch noch ein bisschen Pflänzchen. Oh, beigesprungen hier. Mhm. Auf so der Map müsstest du jetzt aber das Lager eigentlich schon sehen, oder? Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe mir jetzt nur gerade auch ein bisschen Würste mitgenommen, bevor du sie alle wegnimmst. Ich brauche ja auch ein bisschen. Soll ich die so verfressen hier? Guck, da kriege ich jedes Mal 20 XP für. Und Alien Zorn, ne, der wackelt nicht. Au, Drohne. Wo? Oh. Ich weiß es nicht, ich hab's nur gehört. Ja, ich hab. Scheiße. Wo bist du denn? Wieso sehe ich dich nicht? Ich höre sie. Oh nein, das kann nicht sein, oder? Komm hinterm Berg. Ich sehe sie ja nicht. Ach, da ist sie ja. Warte mal, wo ist denn hier eine Waffe eigentlich mal? Ach, ich hab die gar nicht geladen, verdammt. Ja. Schieß! Ach, du musst ja mal nachladen, das Ding. Ja, ich wollte dich eigentlich die Drohne abschießen lassen, weil ich habe jetzt über 900 XP gekriegt. Die solltest du eigentlich haben. Ja, ist ja alles gut. Ich glaube... Magnesium ist auch schon mal gut. So, ich nehme das Zeug mit, was hier drin ist. Und du kannst mal gucken, ob du deine Taschen wieder so weit leeren kannst von dem Zeug, was wir nicht brauchen. Den Fiber, den lass ruhig drin und da gib mir am besten. Weil ich habe schon... Warte mal. Sugarcane. Kaffeebohnen. Halber, warte mal, den droppe ich mal. Ja. Na, roll doch nicht weg. Da ist er ja. So, wir haben jetzt hier einmal Magnesium, einmal Silizium. Das ist schon mal so schlecht nicht. Eigentlich hier oben eine Drohne. Wahrscheinlich wegen dem Lager. Ich sehe aber hier noch eine Menge Würstchen, die nehme ich schon mal mit. Ich kann ja auch noch eins vertragen, sehe ich gerade. So, Eisen haben wir dummerweise immer noch nicht, ne? Nee. Ich wusste nicht, dass es ein Feindland ist. Das ist überall.
Das ist ja normal. So. Oh, hier sind Würstchen. Kannst du auch noch 4 Stück sehe ich. Kannst du da auch noch was eingraben? Ah, dass man sich auf der Map immer noch nicht sieht. Doch, ich sehe dich auf dem Radar. Da oben, ja, stimmt. Warum habe ich denn das jetzt gesagt? Weiß ich Dummer, nicht. Dummer, dummer. So, ich habe die Würste mal mitgenommen und glaub mal. Ach nee, du bist der dunkle Pfeil. Ich bin der helle. Ich bin erhell. Erhellt. Ja, du hast wenigstens so gefällt wie ich hier. Ich such dich mal. Ist gar nicht so Ja, ich, einfach. halt, ich bin hier so hochgelaufen, ne? Ja, deswegen, ich höre dich auch schon. Ach, da bist du ja. Nix. Ich habe noch ein paar Würstchen, wenn du brauchst, ne? Alles gut noch. Oh, da sehe ich noch eins. Das nehme ich doch direkt noch mit. So. Immer noch kein Eisen. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Habt ihr da? Weil Eisen ist ja tatsächlich ein bisschen vordringlich. Du hast auch gesehen, ich habe uns Energiepacks gemacht und Verdampferpacks, ne? Die müsstest du ja auch mit drin Hier haben. ist so ein Teil, ne, von einem Raumschiff. Ehrlich? Ja. Dann weißt du auch, warum die Drohnen da waren. Wo denn? Komm mal mit hier. Ich muss mal gucken, wo du bist. Hier, stopp, links, rechts, das andere links. Alter, Guck mal jetzt hab. dahinter, hinter dem kleinen Hügel da. Ich habe Lebensenergie verloren, weil ich über einen Stein gestolpert bin. Oh. Das geht ja gar nicht. Gesehen jetzt? Nee, gell? Nee, ich sehe kein Raumschiff. Wo siehst du ein Raumschiff? Gut, komm mit. Ich komme. Also Raumschiff haben wir es nur mit Drohnen zu tun, aber nicht mit Soldaten. Das ist schon mal Geht gut. geradeaus. Was siehst du, was ich nicht sehe? Guck mal hier. Ach Ein da. Teil von einem Moped. Ja, das sieht aus wie das. Au! Wo denn? Hinter uns, nein, vor uns. Vor uns. Da ist er. Komm hier runter. Komm hier runter, bis er näher ran ist. So, und Dunkel. ich nutze jetzt nur die Pistole, damit du nur abschießen kannst. Der braucht noch ein bisschen. Warte, bleib unten. Kann den auch mit der Pistole wegschießen, oder? Ja, aber mit dem anderen geht. Der kommt auf mich zu, bleib unten. Ich logge eine extra. Ja, jetzt hast du eine. Jetzt hast du eine. Schieß. Sehr Wow, gut. das gibt schöne Punkte. Ja, ich hole mal eben das Zeug. Ja. Da ist noch einer rechts von uns. Welches rechts? Ach, da unten. Ja, ich sehe es. Ich höre es Schießt noch. schon. Ich sehe es. Oh. 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 Und dann musst du hier Hinterm gleich Berg. auch mal Komm, eine hinterm Berg. Drohne. Ja, ich bin hinter der Drohne, es geht auch. Ist übrigens auch eine tolle Neuerung, die können nicht mehr durch ihr Berge durchschießen. Zumindest haben sie das gesagt. Guck mal in eine Drohne rein, da ist noch Zeug, das musst du mitnehmen. Passt bei mir nicht mehr. Hab ich. Ah, die kommt hoch. Ja, langsam aber sicher. Ja. So, ich guck mal wieder, dass er auf mich zeigt. Deswegen bleib du mal wieder hinter der Drohne, schön versteckt. Na, jetzt hat sie gedreht, super. Jetzt zeigt sie auf mich. Oh, die hat Raketenwerfer, Vorsicht. Und schießen. Wow. Schießen, die hat Raketenwerfer. Sehr gut. Sehr gut. So muss das Boah. sein. Was hast du gesagt? Du bist schon wieder voll, ne? Ja, ich gucke immer, was ich stacken kann, weißt du, und den Rest nimmst du da am besten mit. Ja. Aber ich sehe eine sehr schöne Ecke für unsere Basis. Nee, warte mal ganz kurz. So, bitte mitnehmen. Ich sehe eine sehr schöne Ecke für unsere Basis. Da müssen wir von da aus nach irgendwie Eisen gucken. So, hast du reingepackt? So, ich habe mir gerade mal das Näschen geputzt. Das war ja auch mal So. wichtig. Den wollte ich nicht so rausballern hier. Ja. Was hältst du davon, wenn wir dann jetzt zur Dunkelheit unsere Basis aufbauen und dann später nach Eisen gucken? Level 3, GZ, mein Super. lieber Omme, sehr gut. Was hältst du davon? Wo bist du dann? Hier, hinter einer Drohne. In einer Drohne. Du Ja. willst hinter einer Drohne eine Base bauen? Nein, nein, komm mal mit. Ich zeig dir, wo wir unsere Base bauen. Das hat sich nämlich immer als recht vorteilhaft bewährt. Direkt neben der Wurststand. Ja, die Nahrung, die haut uns dann nicht ab, weißt du, weil die ja nicht übers Wasser laufen kann. Jetzt fast dieses Anti-Vergiftings da.
Ein Kupferschmerz. Ja, ich. Verdammt. Gibst. Ja, ich muss erstmal. Ich muss erstmal nach oben. Jetzt bin ich oben. Ah, Gott sei Dank. Du hast was in der Hand, was du nicht in der Hand nehmen darfst. Essen oder nix? Und einmal nach oben. So, das Schöne an diesen kleinen Inseln ist nämlich, wenn da die das Essen spawnt, also unsere Saurier und alles, die können uns nicht abhauen, weißt du? Und das ist der Vorteil. Ach, man kann im Wasser den Helm aufsetzen, Nate? Ja doch, natürlich. So, guck mal. Können wir doch direkt hier unsere Basis hinsetzen. Was hältst du davon? Ich bin ja gleich da. Eine Drohne? Ich bin ja gleich da. Vorsicht, Drohne. Wo? Drohne. Ich weiß es nicht. Irgendwo hier um uns herum. Was hältst du davon, hier unsere Basis hinzustellen? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Gut, dann stelle ich mal eben das Licht einmal auf. Vorsicht. Passt. So, irgendwas leuchtet jetzt. Na, das muss ein bisschen weiter nach links. Okay. Moment. Hörst du sie? Da ist sie. Da links von uns. Ja, ja. Aber die hat uns noch nicht im Visier. So. Das wird sich allerdings ändern, sobald ich die Basis... Jetzt kommt sie rüber, Vorsicht. Sie kommt. Ja, ich verziehe mich. Ich atme nicht mit meinem Arsch. Nein, nicht wirklich. Holst du? Oh, ja. Die ist ins Wasser gestürzt. Ja, kannst du rüber schwimmen. Helm war U, ne? Ja, brauchst du aber nicht, wenn du nichts in der Hand hast. Doch. Ja, der hat geschrieben, ich atme mit meinem Butt. Ah. So, unsere Basis steht. Ich sehe es gerade. Das Häuschen ist da. Ja. So, und 1, 2, 3. So, dann brauchen wir einen Laufweg. Elektronik war drin. Sehr schön. Und eine Wand. So, das ist jetzt mal so das Minimum, würde ich sagen. So, Laufweg, Wand. Laufweg, Wand. 1, 2. Das stimmt. Was denn? Ach, ich lese meinen Chat gerade. Ne? Man kann auch durch den Arsch atmen, wenn du genug Kohlenzwiebeln gegessen hast. Okay. Ich glaube, so ist richtig. Schon ordentlich groß hier, ne? Das sieht noch groß aus. Das wirst du gleich noch merken. Das ist hier der Fluxkompensator. Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt Folgendes. Wir haben ja nur 2 Setzkästen. Und deswegen, weil sich diese Dinger hier... Die gehen leichter kaputt, deswegen nutze ich die immer so als Zwischendurchbaumaterial. Nimm mal deinen Helm mit ab, sonst ringst du gleich noch Sauerstoff. Deswegen nehme ich diese Gitterstrukturen hier nur als Zwischendurchmaterial. Und wenn wir dann mehr Setzlinge haben, dann können wir dementsprechend die ersetzen. Verstehst du? Ja. Nein, nicht wirklich. Wirst aber. Wirst aber dann gleich verstehen. So, und jetzt ziehe ich mal einmal unseren... Deckel hier lang. Oh doch, ich glaube, ich habe die 2 zu groß gemacht, aber ist ja auch nicht schlimm. Freut er sich drüber. Ach du Ich habe tatsächlich doch was vergessen. Ich darf gleich zum Pott zurücklaufen. Ich hab bei der Vorbereitung was vergessen. Ehrlich? Ja, den Konstruktor. Konstruktor? Ich habe den Konstruktor nicht hergestellt, ich Idiot. Ich habe ein Steuergerät. Kabel und Elektronik, eine Kondensatoreinheit. Ja, das nutzt aber nichts, weil wir können den Konstruktor ja nur am kleinen Konstruktor herstellen. Ist aber nicht das Problem. Ich laufe dann gleich einmal zurück. Und dann mache ich den schnell. Ja, und ihr lacht, weil ich mir die Munition nicht nachgeladen habe von der Waffe. So. Okay, und damit wäre quasi unsere Grundstruktur erledigt. Ich habe auch nicht mehr viele Blöcke. Also ich habe jetzt nur 19 Blöcke. Okay. Ja, ich habe das Ding wirklich vergessen. Dieses Raumschiff fliegt aber nicht, sonst hätte man das ja hierher holen können, oder? Nee, das kannst du quasi nur schieben. Mehr geht da nicht. Bis hier rüber, du. Das geht doch im Wasser so, runter, das Ding. Eins. Moment, 2.
3. Das ist aber insofern jetzt nicht das absolut Schlimmste, weil ich kann ja trotzdem schon mal hier die Setzkästen quasi vorbereiten. Kommt eine Lampe dann oben dran, gell? Das habe ich vor. Deswegen stelle ich mich hier gerade in der Mitte, weil die Lampen, die gehen immer für ein Feld 9x9, 3x3. So ist richtig. Deswegen stelle ich mich quasi hier auf der Mitte. Und wenn ich dann die Lampe in der Hand habe, dann brauche ich nur einmal nach oben gucken und sie sitzt richtig. So. So, die sitzt schon mal. Jetzt habe ich hier einen Generator. Den stelle ich schon mal auf. Das würde ich dich jetzt alle machen lassen, wenn es dafür XP geben würde. Gibt es aber nicht. Oh, gibt es aber nicht. Deswegen stelle ich den jetzt mal hier hin. Dann habe ich ein Stromding vorbereitet. Gibt aber im Moment nichts, was ich machen kann, oder? Nee, leider nicht. Das ist das Treibstofftank? Problem. Treibstofftank? Kann ich einen Treibstofftank machen? Nee, ne? Leider auch nicht. Du kannst momentan, du hast jetzt Level 3, also du könntest zwar hier und da was vorbereiten. Das heißt doch, du kannst was machen, wenn du möchtest.